So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy X in der 10.2 in der HD Remastered Version. Ich krieg das irgendwann noch hin, das auch richtig korrekt auszusprechen. So. Feuer. So. Na komm. Das war gute Arbeit, genau. So. Autsch. Ja, vielleicht mache ich auch Pain zur Schwarzmagierin. Mal schauen. Je nachdem, wer sch schneller fertig ist, glaube ich. Gottes Willen. Na komm. Zack. Zack. Fuck. Alter, wie viel Leben hat denn dieser Vieh? Okay, ist mir egal. Verzieh dich. Gott. Das ist ja unnormal, wenn diese o die Viecher da diese Overload-Kacke haben, sind sie ja fast nicht zu besiegen. Ist ja richtig unnormal. Halleluja. Nö. Sehe ich so gar nicht. Sehe ich so gar nicht. Sorry, aber die gehen mir gerade so auf den Sack. Diese Feuerviecher. Das ist okay. Also sowas ist okay, das kriegt man schnell hin. Erledigt hier. Ist nur noch einer da. Der ist jetzt auch weg. Bumm. Ja, wie gesagt, sowas ist okay, aber nicht das andere. So, sie ist... Oh. Okay. Nein.
Boah. 120 ist auch ein bisschen heftig. Aber okay. Das muss dann halt sein. Das muss dann halt sein. Okay. Zack, 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 zack. Zack, zack. Okay, Dings hat schon mal einen Viertelschuss erlernt. Was schon mal sehr hilfreich ist. Dieses Vieh. Schwerthieb, Gewichtsschaden, Beklauen, Schießerei, Viertel. Sayonara. Sayonara. Zack. So. Gotcha. So. Runterfahren. Oh, genau an der Stelle natürlich. Zack. Oh nee. Schnell. Nee, Blendfallen. Okay. Das ist jetzt mir ebenfalls zu nervig. Tschüss. Jetzt wollte er sich noch mit Tobsucht overpowern hier. Bin ich natürlich auch, ne? Nervig sowas. Echt nervig. So. Ah, Dings steht hier nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Hatte gehofft, Präsentation zu haben, die in solche Aktionen fällt. Okay. Na dann. Ah. Ih, der fährt mich nicht nach da oben. Finde ich ja belastend. Kleiner Fun Fact. Hier ist die Statue von, wo wir ja bei Dings das Schwert eigentlich zurückbringen mussten. Für die Waffe. Für die Waffe für Auron. Da sieht man an der Seite leicht das Symbol. Das weiß ich natürlich nicht. Das ist natürlich jetzt belastend. Ich weiß nämlich nicht, wie weit sich das jetzt auswirken wird. Weil ich glaube, ich musste nochmal mit Klesko? Also mit den einen Typen da
den wir ja auch aus dem ersten Teil kennen. Hier nochmal reden, um dass er, wir ihnen erlauben durften, hey, du darfst auf unser Schiff kommen. Zumindest soweit ich weiß. Bewerbungsgespräche an die Öse-Tempel? Ja, natürlich. Nimm mich mal mit. Ich habe zwar kein Bewerbungsgespräch so, aber die Öse-Tempel will ich ja trotzdem hin. So. Ja, danke, ne? So. After we defeated Sin, people began to distance themselves from the temples. For a long time, Jose Temple was neglected as well. But now. Aber jetzt, genau. Ja, hier wollen wir nämlich auch hin. Und zwar müssen wir hier hin, nämlich. Irgendwie auch komisch. Eigentlich hieß es doch, das öffnet sich. You're famous, Uni. Better get used to it. All I want is some peace and quiet. Poor thing. She's led such a sheltered life. Maybe she's getting old. Who's getting old? Leader of the machine faction. He can be kind of annoying, but he's all right. Okay, let's do some interviews. Bring it! Yeah, he seems all right. Ja, was ich hier sehr merkwürdig finde, und das kleiner Hinweis, im ersten Teil, den wir ja schon im Let's Play hatten, wurde, als wir hier beim Tempel kamen, ja auch diese Felswand, die um den Tempel war, ja schon Dings. Hier, in diesen Modus, sage ich jetzt mal, in diesen Schwebeblitzmodus versetzt. So, normalerweise hieß es, das passiert nur, wenn ein Medium, also Media, beim Dings ist, bei Astra ist. Witzlos ist nur, Astra gibt's ja so jetzt nicht mehr, weil die ja nicht mehr existieren an sich. Ja, ich weiß. Meldet euch jetzt zuerst mal an, ja. Okay. Melde ich mich gleich mal an. Hi. Genau da. Dann, wir müssen ein bisschen Zeit verschwenden. Reden wir noch mal ein bisschen mit den Leuten. Genau deswegen
Jetzt steht da nämlich keiner an. Und wir können an. Einfach rein. So, moin. Oskar, ja. Bitte begeben Sie sich im Tempel. Gippel wird mit Ihnen ein Bewerbungsgespräch führen. Genau das werden wir machen. Hier, sind angemeldet, gehen Sie und folgen Sie den Anweisungen. Wenn man bedenkt, früher hat man gewollt, dass wir da reingehen, ne? Jetzt müssen wir uns anmelden. Das ist auch hart. Oh, how we kill the guardian? Gibble! Huh? Hello. You, here for an interview? Uh-huh. The Great High Summoner wants an interview? Former Summoner. Hmm. All right, follow me. Wenn man mal guckt, hier sind ja jetzt ein paar Maschinas zwar hinzugekommen, aber witzigerweise sind hier trotzdem noch die ganzen Banner und auch die großen Statuen und so von Braska und so. Finde ich irgendwie ganz witzig. So, mal kurz gucken. Eine Gehaltserhöhung, bla bla bla, nö. Anscheinend nichts. Er war, glaube ich, rausgegangen, ne? Ich glaube, er war rausgegangen. Gute Frage, wo er hin ist. Ist er komplett raus? Ja, hier ist er. Never been this close to a celebrity before. That's nice. I could get used to this. Let's not. Well, if it isn't Sid's girl, how you been? Hey, I have a name. Huh, brother doing okay? Same as ever. Buddy's around too. Same as ever is right. Oh, you! Payne. Nice to meet you. We're here for the interview. Right. The interview. You sure you want to dig? Because we're talking about the desert, ladies. Not exactly a picnic. Alles nur Spaß. Nein, wir sind uns sicher natürlich. All right, you're hired. Welcome. Huh? You are hired. Don't know why a superstar like you would want to play in the sand. Well, do what you gotta do. Anyways, I've done what I can. Dig to your heart's content. Thanks. Show this letter to a woman named Nadala. You'll find her in the Beaconel Desert. Empfehlung erhalten. Genau das wollten wir. Happy digging. Nämlich die Empfehlung werden wir später noch brauchen. Für, ich sag mal, ein kleines Minigame. In der Hinsicht. Warte mal, nee. Eigentlich müsste ich noch mal aufs Flugschiff. Ich habe da was vergessen, was ich nachholen muss. Und zwar haben wir ja einen Spiroid gefunden, den würde ich
natürlich gern mal angucken. Aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, okay? Dementsprechend war's das. Tschüss, ciao, euer Levos Kisan.